Ey, das ist doch jetzt kein Smartphone, oder? Das gibt's ja gar nicht, Freunde. Hey, Johnny! Du kannst kaum erwarten, das Restpostpaket auszupacken, mein Süßer. Hä? Rubbel die Katz, rubbel die Katz, rubbel die Katz und sonst wird nichts anderes gerubbelt. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wieder, wie in guten alten Zeiten, ein schönes Restpostenpaket. Ich habe das bestellt auf Amazon. 30 Teile sollen da drin sein. Steht querbeet drauf, steht jetzt nicht drauf, ob das Elektronik ist oder sonst. 19,89 € hat es gekostet, plus 3 € Versand. Also, ist ziemlich günstig. Mal schauen, was da alles drin sein wird. Kurze Frage an dieser Stelle, Freunde. Wollt ihr noch mehr Restpostenpakete sehen? Dann lasst gerne einen Daumen hoch da, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten, falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und dann verpasst ihr keine Restpostenvideos mehr. Okay, wir greifen rein und schauen mal, was wir hier Schönes haben. Wir haben hier erstmal so ein TV-Kabel, 1,5 Meter lang. Okay, das ist gar nicht so unbrauchbar. Das kann man schon mal benutzen. Was haben wir dann noch so drin? Oh, was ist das denn? Ah, das ist eine Trinkflasche. Boah, die sieht echt komisch aus. Die sieht aus, als wenn die schon 30 Jahre alt wäre, wenn ich ehrlich bin. Kann man sich hier auch noch, wie es aussieht, ans Fahrrad klemmen oder sowas. Deswegen auch diese Halterung. Aber das ist die so klein. Schaut euch das mal an. Hier mein Smartphone daneben. Ey, das ist eine Mini-Flasche, also damit kommt man nicht so weit mit dem Fahrrad, vor allem wenn es heiß ist. Komisch. Was haben wir hier noch so? Was hat das Paket noch so zu bieten? Networks. Wir haben hier ein Aufladekabel für iPhone oder iPad. Ey, das ist ja cool. Das ist echt cool. Ich habe jetzt kein iPhone oder iPad, aber wenn ich jetzt eins hätte, würde ich mich schon freuen. Was haben wir hier noch? Powerbar. Was ist das für ein Teil, ey? Holen wir das mal raus. Ist das hier eine Gürteltasche, eine Bauchtasche oder sowas? Das sah gerade eben so aus. Ah, eine Brusttasche ist das. Komm, ziehen wir mal ganz kurz an, Freunde. Ich zeige euch, wie cool das Teil ist. Also schaut euch die Tasche an. Ich muss sagen, sieht richtig kacke aus, aber ist, glaube ich, ziemlich praktisch. Hier kann man so seine Trinkflasche dann da reinstecken. Und da kann man auch schon fast sofort im Laufen noch davon trinken. Ansonsten hat man hier noch so ein kleines Fach. Da kann man auch was Schönes reinstecken. Hier hat man immer alles griffbereit, was man so fürs alltägliche Leben braucht. Dann hier nochmal so ein Reißverschluss, da kann man sein Geld reinstecken und hier kann man nochmal seinen Schlüssel anhängen und den dann auch abziehen. Immer schnell griffbereit, wie man hier sehen kann. Also die Tasche, die ist wirklich zu meinem Erstaunen einfach nur Kacke. Also bei dieser Tasche wundert es mich wirklich nicht, dass sie sich im Restpostenpaket befindet. Ich meine, ich kann mir echt nicht vorstellen, wer sich sowas kaufen will. Oh wow, geil, die haben hier als nächstes eine Schere drin. Ey, Scheren kann ich immer gebrauchen, so viele Pakete, wie ich aufmache, ne? Schneidet die auch? Ja, die schneidet. Ey, über die Schere freue ich mich. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Das ist nicht schlecht. Und oh, jawohl. Das hier ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Abflusssiebe macht man immer so ins Waschbecken rein. Oder eher gesagt in die Küche. Damit dann diese ganzen Lebensmittelreste nicht in die Rohre reinkommen. Und das Rohr sich dann nicht verstopft. Also, das ist auch nicht schlecht. Werde ich auch mal behalten. Was haben wir denn hier Schönes? Ey, geil. Eine Smartphone-Halterung. Und damit kann man auch gleichzeitig sein Smartphone laden. Ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Schaut euch das mal an. Das ist ja echt krass. Komm, holen wir das Teil mal raus. Gucken uns das an. Das ist ja wirklich eine starke Sache. Oh, also, ich verstehe. Man kann das hier einfach in sein Auto stecken, in seinen Zigarettenanzünder reinstecken und dann wird das geladen und gleichzeitig kann man das so drehen, wie man will und dann kann man noch, ja okay, ist okay, also ist wirklich nur okay, kann man mal machen, aber ich kann das auch genauso mit einem ganz normalen Kfz-Ladekabel aufladen und hinlegen, wo ich will. So, als nächstes haben wir hier Messer. Ey, krass, wir haben hier einfach Messer drin, gibt's ja gar nicht, sind zwar nur solche Standardmesser, mit denen man sich mal ein Brot schmieren kann oder sowas. Aber Messer hatte ich in einem Restpostenpaket auch noch nicht. Schaut es euch an, Freunde. Das sind echt ganz normale Messer. Das sind jetzt natürlich nicht die teuersten Messer, aber wenn man so einen Ausflug, so einen Campingausflug macht oder sowas, dann gehen die schon klar. Also die behalte ich auch. Die kann man schon mal verwenden. Was haben wir hier noch Schönes? Ein LED-Sensorlicht. Ey, geil! Das bedeutet, wenn man vorbeiläuft, geht das an.
Das ist ziemlich praktisch. Das werde ich mir in die Toilette stellen oder in die Nähe der Toilette stellen, weil dann kann man einfach nachts auf Toilette gehen, dann geht das Ding automatisch an, muss man kein Licht anmachen, kein Licht ausmachen, an nichts denken, kann in aller Ruhe auf Toilette gehen und man weiß, wo man hinlaufen muss, weil es wird ja beleuchtet. Also finde ich auch nicht schlecht. Hier haben wir noch ein paar von den Kabeln, die brauche ich jetzt nicht. Dann haben wir hier ein LAN-Kabel. Ich habe mir hier neulich ein LAN-Kabel gekauft. Aber ich habe mir ein 12,5 Meter LAN-Kabel gekauft. 2,5 Meter ist ein bisschen zu kurz für meine Zwecke. Aber ansonsten bis zu 1 Gigabit. Das ist standardmäßig für LAN-Kabel, glaube ich. Auch nicht schlecht. Also LAN-Kabel kann man eigentlich immer gebrauchen. Ne? Was haben wir hier Schönes? Eine kleine Bürste, um irgendwas sauber zu machen. Alles klar. Dann haben wir hier... Alter... Sony Xperia E. Ey, das ist doch jetzt kein Smartphone, oder? Das gibt's ja gar nicht, Freunde. Hier ist einfach ein Smartphone drin. Schaut mal. Ladekabel ist auch dabei. Und ansonsten ist da noch so ein bisschen Zeug. Zubehör vom Smartphone. Das ist hier sogar nochmal ordentlich verpackt. Gibt's ja gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie alt das Modell ist, aber es sieht schon verdammt alt aus. Ist auch wirklich sehr klein. Einfach ein Sony Xperia E. Krasse Sache, ey. Nicht schlecht. Ich hatte auch noch nie ein Smartphone im Restpostenpaket. Das ist ja echt krass. Dieses Restpostenpaket geht ja richtig ab. Schaut euch das an. Müllbeutel, 60 Liter, 50 Stück. Ey, die behalte ich auch definitiv. Müllbeutel kann ich immer gebrauchen. Hier haben wir ein Stück Pappe. Hat wohl zur Trennung gedient. Dann geht's hier weiter. Verbindungsstück für Alu-Kabelkanal. Okay. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Ah, okay, hier könnt ihr sehen, da hängt der Fernseher, dann geht's hier runter und das ist eben das Verbindungsstück. Alles klar, weiß ich Bescheid. Wir haben hier sogar noch ein Messer drin, noch ein Küchenmesser. Okay, ist das scharf? Komm, mach hier mal einen kurzen Test. Also damit kann man schon was schneiden. Interessant, noch mehr Messer im Karton, das ist ja mal geil. Was haben wir hier noch? Pelikan, einen Kugelschreiber, wie es aussieht. Ja, werde ich auch behalten. Kugelschreiber kann man auch immer gebrauchen. Dann haben wir hier, keine Ahnung, was das hier sein soll. Aber zum Glück, wo ist mein Messer hin? Wo habe ich das Messer hingelegt? Ach Mann, ich finde einfach mein Messer nicht mehr. Ich habe das hier gerade irgendwo hingelegt, aber ich finde es schon nicht mehr. Gibt es ja gar nicht. Das ist hier erst zugeklebt, aber zum Glück habe ich hier ein paar Messer drin gehabt. Was haben wir denn hier Schönes? Was ist das denn, Freunde? Hier steht auch nicht drauf, was das ist. Oh, eine Brille. Plus 3,5. Na, meine Augen sind schon ein bisschen schlechter, aber so schlecht sind meine Augen nicht. Aber komm, für euch ziehe ich die mal ganz kurz an. Also so sehe ich ohne Brille aus, falls ihr noch nicht wusstet. Jetzt ziehen wir mal die Brille an. So. Ich kann zwar jetzt fast nichts erkennen, aber ich denke mal, die ist schon ziemlich cool. Oder was meinst du? Ach, du hast doch eh keine Ahnung von Mode. Komm, so dich mal her. Ey, Johnny, wie findest du, sehe ich mit der Brille aus? Komm, sag schon, wie sehe ich aus? Wow, Alter. Also, Johnny gefällt die Brille auch nicht, aber was frage ich überhaupt eine Karte, ne? Was will ich denn da erwarten? So, hier haben wir noch ein paar Kleinteile drin. So ein Antennenstecker. Dann haben wir hier als nächstes ein Kabelverbinder, Koaxial, noch nie davon gehört, aber auch irgend so ein komischer Antennenstecker. Dann haben wir hier noch so einen Antennenstecker, also hey, wie viele Antennen soll ich hier zusammen verbinden? Was ist das denn für ein schönes Gerät? Eine Zeitschaltuhr oder was? Power Saver schaltet es denn dabei Modus ihres Fernsehers ab? Okay, also sowas ähnliches wie eine Zeitschaltuhr. Aber irgendwie nur für einen Fernseher, der in Standby-Modus geht. Habe ich auch noch nie von gehört. Ey. Oh, hier haben wir ein LAN-Kabel. 15 Meter. Das gibt's ja gar nicht. Und ich habe mir erst eins gekauft. Hätte ich mal das Restpost-Paket vorher geöffnet. Aber das sieht halt nicht so cool aus. Ich habe mir so ein schönes schwarzes gekauft. Weil das Kabel liegt so ein bisschen im Raum rum. Dann sieht das schon ein bisschen schöner aus als so ein normales graues. Das ist dann nämlich eher eine Baustelle. Aber 15 Meter LAN-Kabel, das ist praktisch. Das kann man gebrauchen. Oder vielleicht werde ich es einfach im Schmelzofen einschmelzen, ne? Hier haben wir nochmal ein paar Netzstecker. Coole Sache. Dann haben wir hier noch eine Brille oder was? Gibt's ja gar nicht. Komm schon. Raus mit dir. Oh, sehr schöne Verpackung hier auf jeden Fall. Oh, wieso geht die nicht auf? Mache ich irgendwas falsch? Ja, die muss so aufgehen, oder? Oh, sie geht auf.
Aber, ha, da ist nichts drin. Ey, das war ja ein richtiger Prank. Ich bin reingefallen. Ich bin richtig reingefallen. Ist nur die Verpackung, keine Brille drin. Hier haben wir ein paar Halterungen für was auch immer. Keine Ahnung, für was die sein sollen. Falls ihr eine Idee habt, für was die sind, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Dann haben wir hier als nächstes etwas Schönes für Weihnachten. Da kann man ein paar Adventskerzen draufstellen. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Hier haben wir wieder was richtig Großes. Und zwar ein Balkonnetz. Ah, hier, schaut es euch an. Wahrscheinlich, falls man irgendwie kleine Haustiere hat, dass die nicht da durchrennen. Oder, keine Ahnung, als Windschutz. Weiß nicht, für was benutzt man das Balkonnetz? Vielleicht steht es ja hier hinten drauf. Nö, steht nicht da drauf. Das Balkonnetz, hier steht nur drauf, wie man das dran macht. Und nicht wofür das ist. Hier haben wir eine kleine Lampe nochmal. Dann haben wir hier einen SIM-Kartenadapter. Ah, okay. Falls eure große SIM-Karte nicht in euer Smartphone passt, könnt ihr den Adapter benutzen. Dann passt das auf jeden Fall rein. Hier haben wir ein schönes USB-Kabel. USB-Verlängerungskabel. Alles klar. Was haben wir hier noch so Schönes? Auch so ein Verbindungsteil. Also sehr viele Kabel sind hier drin, muss ich schon sagen. Viel mehr Kabel, als ich erwartet habe. IEC-Anschlusskabel und SAT-Kabel, 3 Meter lang hier am Start. Dann haben wir, oh jawohl, ein Eiskratzer. Mein Eiskratzer ist jetzt erst die Tage abgebrochen, weil ich zu fest gekratzt habe. Ich hoffe, der wird nicht so schnell abbrechen. Schaut es euch an, der hat mal 5 Cent gekostet. Der fühlt sich jetzt nicht so hochwertig an, aber ich glaube, der wird auch abbrechen. Verdammt, ey. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber trotzdem, den lege ich erstmal zur Seite. Den werde ich benutzen, den Eiskratzer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir noch einen Kugelschreiber. Dann haben wir hier den tausendsten Stecker. Dann haben wir hier ein Babybrillputztuch. So, der Karton ist fast leer. Hier haben wir nochmal eine kleine Kiste. Oh, ich denke, das wird auch irgend so ein Steckverbindungsteil sein. Oh nein, eine kleine Lampe. Was haben die hier für einen Anschluss? So zum Reindrehen. Ey, die passen sogar bei mir rein. Ungelogen. Hab gerade nachgeprüft und ja, die passen einfach nicht rein, verdammt. Komm schon, Restpostenpaket. Was hast du mir noch anzubieten? Wir haben hier eine richtig komische Lampe nochmal. Und ansonsten haben wir hier einfach noch ein LAN-Kabel. Das ist aber nur 2 Meter lang. Das ist wirklich viel zu kurz. Hier haben wir nochmal so einen komischen Stecker. Und dann hier nochmal so einen F-Stecker. Und das war's. Das war's. Hier haben wir nochmal so ein Feuchtigkeitsteil, was Feuchtigkeit aufsaugen soll. Also Freunde, im Großen und Ganzen, das Restpostenpaket, das war das beste Paket seit langem. Ich bin überrascht. Da war ein Smartphone drin, da war ein Messer drin. Also echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, wieso das Paket nur 3 Sterne hat. Also ich würde dem auf jeden Fall so 4 Sterne, vielleicht 4,5 geben. Das war wirklich das beste Paket seit langem. Okay, Freunde, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gut und Alter, wir sehen uns die Tage wieder. Ich hab euch lieb, euer Johnny. Peace.